Ja, wie gerade berichtet, sitzen wir oder ich jetzt neben dem lieben Micha. Wie immer, das gehört dazu einfach, oder? Ja, also das gehört auf jeden Fall auf Messe dazu und ja, ich freue mich mal wieder bei CIA zu sein. Hi. Danke, danke. Du Micha, du wolltest ja halten, weil ich drehen will. Erstmal möchte ich ein Thema mit dir besprechen und zwar, was hältst du von dieser Messe mit dem CBD-Hype? Also machen wir mal zwei Punkte. Die Messe ist super geil, ja. Also ich habe selten so eine, also es ist die schönste Messe bisher für mich. Also außerordentliches Highlight, so von der Orga her, von wie die Stände organisiert sind, wie das alles, das ganze Ambiente, die Stimmung. Der CBD-Hype wird auch wieder ein bisschen, es wird wieder ein bisschen zurückgehen, ja. Ich gehe mal davon aus, ich habe mal mit Kanadiern gesprochen, wo ja beides legal ist für Patienten. Ja, das fand ich ganz interessant. Also die können frei wählen, nehme ich THC, nehme ich CBD. Und da haben mir ein paar Produzenten gesagt, die beide Sorten anbieten, also CBD, also reines CBD-Gras, also CBD-Extrakt. Und die haben gesagt, ein Verhältnis 9 zu 1, 9 Patienten, 9 brauchen THC und einer von 10 braucht CBD. Ist ja immer noch ein großer Anteil dort, ja, würde ich sagen. Ist jetzt auch keine wissenschaftlich belegte Zahl, war jetzt eine Schätzung vom Produzenten, weil mich das interessiert hat. Und ich denke, ist jetzt keine große, also ist jetzt 10% ist jetzt nicht weniger als man denkt, aber doch eine ganze Menge, ja, weil 10% von ist viel von dem großen Kuchen. Auf jeden Fall. Aber du glaubst auch, dass es nur so ein Jahr oder zwei und dann wird der Hype wieder zurückgehen mit CBD oder glaubst du, es werden nur mehr ältere, unerfahrene Leute auf CBD kommen und dadurch wird es doch weiter steigen? Ich denke, das wird jetzt ein bisschen noch so weitergehen und irgendwann, wenn wir dann die wissenschaftlichen Studien haben und vor allen Dingen, wenn beides gleichberechtigt nebeneinander steht, das heißt, wenn THC und CBD auch gleich einfach zu bekommen sind für Patienten zum Beispiel, ja, wenn es nicht mehr so ein fast unmöglich ist wie in der Schweiz oder sehr schwer wie in Deutschland, dann wird sich zeigen, welchen Marktanteil CBD sozusagen wirklich braucht und verdient hat. Okay. Du, ich habe gesehen, du bist ja auch irgendwie Vertreter von Weedmaps. Ich habe zwar schon oft Weedmaps gesehen, auf jeder Messe jetzt und so, aber kannst du unseren Zuschauern mal erklären, was die eigentlich genau machen und was das für ein Unternehmen ist? Ja, also Weedmaps ist das größte Cannabis-Unternehmen der USA, wie man so sagt. Und die bieten eine App an. Ja. Die App kannst du dir downloaden und da haben wir ein weltweites Cannabis-Verzeichnis, wo man halt nachschauen kann über die App, wo man das nächste legale Cannabis kaufen kann. Ja. Das wäre jetzt zum Beispiel in Deutschland, werden dann Apotheken angezeigt. Das geht ja jetzt zum Beispiel nur in Apotheken. In Spanien werden Social Clubs angezeigt und in den USA werden dann zum Beispiel, also nicht zum Beispiel, werden Dispensaries und Shops angezeigt oder in den Niederlanden. Also die passende Spalte ist eine App, wo man also alle möglichen Shops und wo man kaufen kann, finden kann und die gucken und klären das auch noch ab, was wo rechtlich praktisch möglich ist oder wo sie überhaupt Werbung für machen können. Ja, genau. Und dann findest du halt alles noch dazu, was so dazugehört. Also Sortenporträts, ein bisschen Lifestyle. Wiz Khalifa ist drüben für uns, also auch Markenbotschafter. Ja. Und wir versuchen halt auch so Skater-Lifestyle ein bisschen zu vermitteln und alles, was so, ja, was so mit Zocken, so was, alles, was so mit Cannabiskultur zu tun hat. Wir versuchen da Cannabiskultur zu vermitteln. Zockst du selber auch noch? Ja, ich zock selber auch noch. Echt? Ich bin ja davon weg. FIFA, seit der ersten Edition FIFA. Ich zock FIFA durch seit über 20 Jahren. Hey Micha, du bist so mutig, ne? Mir ist so die Muffe gegangen, Leute, ey. Open Mind geschlossen, George Cervantes geschlossen, exzessiv gelöscht. Das sind 10 Jahre Arbeit bei mir, die da flöten gehen können mit Zugriffen, wo wir nie wieder drankommen, ey. Was geht denn da ab? Und du bist jetzt hundertprozentig sicher, dass das an links lag? Ich bin mir relativ, ich sag mal, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber vor allen Dingen mein Team hat da viel nachrecherchiert und wir haben rausgekriegt, dass die Links auf jeden Fall hauptverantwortlich dafür sind, in den Videobeschreibungen, dass gewisse Filme gelöscht wurden.
die Links in den Videobeschreibungen oder direkt in den Videos, aber vor allen Dingen in den Videobeschreibungen. Links zusammenbanken. So war's. Aber das kann doch nicht nur zusammenbanken sein, weil wir haben jetzt zum Beispiel, ihr kennt alle wahrscheinlich, wie heißt er jetzt? Schneiden. Andreas Maurer. Hangout TV, genau. Das wurde ja gelöscht. Der hat nur zu CBD-Shops und zu einem CBD-Hersteller verlinkt. Also hat nichts mit Samen zu tun gehabt. Überhaupt nichts. In dem Einzelfall kann ich nicht viel zu sagen. Weiß ich nicht, ja. Also das war das Muster, was wir erkannt haben. Wir sind noch online, aber wie gesagt, wir sind Gast bei YouTube. Das sollte man auch so sehen. Wir haben da keine Rechte in meinen Augen. Er ist ein Privatunternehmen. Und wenn denen unsere Fresse nicht passt, dann können die aus anderen Gründen wieder sagen, geht oder die Kanäle löschen. Also langfristig sehe ich das ziemlich problematisch, wenn YouTube da so eine Zensurpolitik betreibt, dass man da auf YouTube was gegen tun kann. Ich habe mir nämlich überlegt, kann es auch halten? Mach's an. Ich habe mir nämlich auch überlegt, kann das nicht sogar finanzielle Interessen haben? Bei unseren YouTube-Videos habe ich festgestellt, wir haben darunter zum Beispiel, da steht immer, jeder Kanalbetreiber kann dann sehen, nicht für alle Werbetreibenden geeignet und so weiter. Das heißt, das ist schon mal keine Monetisierung, die da stattfindet. Sprich, die sagen wieder, das ist also einfach nur Content, der bei uns benutzt wird. Wir können aber gar nichts verkaufen. Kann das vielleicht auch einen Grund haben? Spekulativ. Was einen Grund hat, dass in den USA jetzt ein Gesetz gibt, dass die Seitenbetreiber für die externen Links mitverantwortlich sind. Das ist ein relativ neues Urteil, ein neues Gesetz in den USA, kein Urteil. Und das hat sicher was damit zu tun. Da bin ich mir sicher. Okay. Also du glaubst auch, weil wir haben nämlich am Anfang vermutet, dass da irgendwelche Hater sind oder irgendwelche Leute, die andere Kanäle platt machen wollen und sich gegenseitig melden und dann so Videos gelöscht werden. Leute, wir haben den Test gemacht, wie ihr wisst, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich habe Leute dazu aufgefordert, ein bestimmtes Video zu melden, und zwar von TAF. Weil da eine Familie im Drogensumpf, da ist am Anfang direkt einer, der sich eine Line zieht. Und dann habe ich gesagt, na gut, wenn wir nicht mal rauchen dürfen vor der Kamera, dann darf der sich auch keine Line ziehen. Der ist jetzt mit Sicherheit schon 10-mal gemeldet worden und das Video ist weiterhin online. Also können wir das zumindest ausschließen, Leute. Hammer. Gute Aktion. Ja, oder? Ja. Ich dachte, irgendwie muss man das ja antesten, ja. Obwohl ich auch geschimpft wurde, ich hätte da Leute aufgerufen, irgendwas zu tun, eine Straftat sogar zu begehen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt eine Straftat sein soll, wenn ich ein Video melde, wo einfach Drogen konsumiert werden. Ja. Aber grundsätzlich einfach mal aufhören mit Anscheißen. Ja, ne? Habe ich auch gedacht, ja. Ist natürlich scheiße. Und es war auch nur ein Test, wirklich. Mach's nie wieder. Aber gute Idee. Und mit TAF, ich meine. Die können es auch vertragen. Das ist jetzt nicht das Schlimmste. Ich habe eigentlich TAF genommen, weil wir gesagt haben, wenn die gelöscht werden, die regen sich wenigstens im Fernsehen auf. Die haben ganz andere Möglichkeiten wie wir, ja. Das war so die Idee. Was ich ganz kurz, darf ich doch was in eigener Sache sagen? Ja, ich habe ja gesagt, also Weedmaps, was wir alles machen, und Weedmaps hat auch noch ein ganz großes Herz für Legalisierer, muss man sagen, ja. Ja. Und ich veröffentliche ja da auf dem Blog auf Englisch, marihuana.com, das ist der größte Blog in den USA zu Cannabis. Das ist wirklich reiner Cannabis-Journalismus, ganz sauberer, unabhängig auch von Weedmaps, der Content. Und ohne die wäre das gar nicht möglich, also solchen Content dazu verbreiten. Und die Seite gibt es jetzt auch auf Deutsch, ganz neu. Wow. Wo kann man die erreichen? Marihuana.com/de, und das ist mein Baby. Das heißt, die Informationen, die da stehen, sind von mir geprüft, und ich hoffe, die haben dann auch Hand und Fuß. Ich habe auf der Facebook übrigens die Seite Marihuana. Sehr gut, dann verlink uns doch mal. Danke. Machen wir. Hey Micha, ich danke dir, dass du mal wieder für unsere Jungs hier vor die Kamera gekommen bist und deutliche Worte sprichst, und komm wieder gut nach Hause. Ey. Hey, danke Mario, und alles Gute. Grüße nach Österreich, nach Wien. Bleibt wie ihr seid und macht noch ein bisschen mehr in der Medizin. Tschüss. Bis dann.